Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder American Truck Simulator. American Truck Simulator. Und ja, ich bin im Oregon. Und zwar habe ich mir noch was gekauft. Und zwar haben wir noch einen Auflieger. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Auflieger, Auflieger, Auflieger. Auflieger Management. So, kann ich jetzt den jetzt nutzen? Jawohl, ja. Den will ich jetzt nutzen. Okay. Ist er jetzt schon dran, oder wie? Boah. Schade, ist es dunkel. Man sieht nicht, was wirklich auf den Auflieger drauf ist. Also. Erst, oh man sieht's doch. Erstmal sieht's so aus. Ja, einige von euch werden es erkennen. Genau, LS19. LS19 Skin ist da drauf. Okay. Das ist jetzt mein persönlicher, privater Auflieger. Und jetzt schauen wir noch, ob wir damit irgendwas transportieren können. Wir spielen auch mit dem Oregon. DLC. Wir haben Schwerlasttransport, haben wir jetzt schon zwei gemacht. Spezialtransport und jetzt wollen wir da noch ein bisschen mit unseren Aufliegern da fahren. So, allzu weit muss ich ja da vielleicht nicht. Kann man nicht noch irgendeine Stadt? Was ist denn das da? Pendeltown? Pendeltown? Haben wir irgendwas, was dahin geht? Da. Genau, da war ich eigentlich noch nicht. Und was ist eigentlich das da oben? Nee. 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 Pintli tun oder wie es auch immer heißt, Reifen. Ich glaube, die brauchen unbedingt Reifen. Jo, ich würde sagen, das machen wir. Wohl will mit dem Ding Reifen laden. So, das ist unser eigener persönlicher Auflieger jetzt. Okay, funktioniert. Jetzt muss ich natürlich nur noch wissen, wo ich hin muss. Geradeaus aufladen. Sehr schön. So, und ich fahre immer noch mit den Flachschnauzer hier rum in der USA. Nicht ganz so typisch, aber wir wechseln das dann natürlich irgendwann wieder. Ich glaube, ich muss nämlich eh noch einen neuen LKW kaufen. So, wo muss ich denn da hin? Ich glaube, ich muss hier rauf. Ladungsmarkt. Reifen. Annehmen. Okay, fahren wir dahin. Okay, ladet auf. So, das geht.
Wie viele Minuten? Ein paar. Okay, der Bagger hinten hier auf dem Schrottplatz ist am Arbeiten. Oh, der LKW ist gedreht. Okay, da, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. So, ich finde den Skin cool vom Anhänger Farming Simulator 19. Auch dieses Spiel spiele ich natürlich, eigentlich eins meiner Hauptspiele, auf meinem Kanal. Könnt ihr dann auch mal gerne reinschauen. So, wir setzen uns mal rein. Ich habe nämlich, glaube ich, keine Scheibenwischer, nichts an. So, und in der nächsten Folge wollen wir auf jeden Fall noch einen LKW kaufen. Weil ich bin der Meinung, ich habe nämlich einen verkauft und jetzt hat ein Fahrer gar kein LKW. Also entweder ist die Handbremse noch drin oder das Ding läuft wirklich so schlecht. Hat er mit dem Schwertransport nicht so viel Probleme gehabt. Und dann war ein ganzer Hubschrauber transportiert. Aber jetzt haben wir zwei Anhänger dran. Voll mit Reifen. Ich weiß nicht, ob das neue oder alte Reifen sind. Auf dem Schrottplatz gehe ich mal von aus, werden das alte Reifen sein. Ich hoffe, das ist hier richtig. Wow, ich muss darüber. Geht schon. Können Sie da nicht ein Schild hinstellen? Ich hab's wahrscheinlich wieder übersehen. Fahr da wie ein Bilder hier durch. So, wie gesagt, wir brauchen noch einen neuen LKW und ich wäre ja eigentlich noch dafür für einen Volvo, aber irgendwie habe ich das nicht gecheckt, wie das hier eigentlich auf der Karte geht. Es sollte eigentlich Volvo-Händler geben, meiner Meinung nach. Ich habe noch keinen entdeckt. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen suchen. Und dann hätte ich doch ein Volvo gekauft. Volvo ist in den USA doch vertreten. Nicht so wie wir den in Europa kennen. Nein, auch einer mit Schnauze. So, bleibt das jetzt so oder nicht?
Was ist hier los? Hinten ist gar kein Licht. Ach du Scheiße, da ist irgendwas kaputt. Sehe ich gerade. Es ist hinten kein Licht montiert. Die haben mir das Licht geklaut. Uiuiui. Jetzt kann ich aber gar nicht in die Werkstatt. Das ist natürlich... Das habe ich jetzt erst gesehen. Warum ist denn da kein Licht? Da müssen wir unbedingt reparieren lassen. Das kann noch böse enden hier. Weil ich glaube, ich kann nur den Anhänger konfigurieren, wenn der steht. Also wenn der nicht beladen ist, wenn er keine Fracht fahren muss. Und was ich noch nicht ganz rausgefunden habe, ob der Anhänger, also wenn wir unseren eigenen Trailer haben, ob das, ob wir damit mehr Geld verdienen. Ich habe einen habe ich schon und der ist zu 92% ausgelastet. Also man muss auch schauen, was man mit denen transportieren kann. Und den habe ich zu 92% ausgelastet, also ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Aber ob wir damit auch wirklich mehr Geld verdienen, muss ich nochmal in der Statistik schnückern. Aber das mache ich dann allein. Ich glaube, das wird sonst zu langweilig, wenn wir da die ganze Statistik anschauen, wann, wer, was, wo verdient hat. Also noch 130 Meilen mit hinten ohne Licht. Das ist verdammt blöd jetzt. Vielleicht ist das vom von dem Schild, was ich hinten dran habe, damit das irgendwie weg ist. Aber wir können den natürlich konfigurieren und können da das Licht einschalten, dann können wir es gerade kontrollieren. Beim Händler selber. Aber erst muss ich die Reifen wegbringen, ansonsten kommt das nicht gut. Oh, nicht schon wieder wiegen. Jedes Mal, wenn ich hier lang muss, muss ich wiegen gehen. Was, jetzt noch Geschwindigkeitsübertreten? Boah. Ich fasse es nicht. Die wollen mich doch abzocken hier, oder was? Erst wiegen und jetzt noch Geschwindigkeitsübertretung. Ja, was ist denn jetzt hier mit der Waage? Wieso zeigt denn das da nichts an? Stop hier. Ich stehe drauf. Okay, wir schauen jetzt trotzdem nochmal. Anhänger ausrüsten. Ne, Anhänger Ausrüstung. Ha. Auflieger Händler. Auflieger Management. Jawohl, wir haben zwei Stück. Da sehen wir, der eine ist 100% ausgelastet, ist auch in Portland, ist ein Schubplan-Auflieger und ich habe ein Isolier-RM-Doppel. Auflieger. Jetzt würde ich das gerne anpassen. Bitte besuche eine Werkstatt vor Ort, um deinen Auflieger anzupassen. Genau. Okay. Das habe ich mir gedacht. Also, wir müssen erstmal weiter ohne Licht. Warum das Licht da weg ist, ich weiß nicht, ob es wegen lange Ladung ist oder was da los ist. Warum das?
Okay, aber jetzt fahren wir in einer Stadt, wo ich vorher noch nicht war. Und vielleicht finden wir ja da einen Händler, der Volvo verkauft. Und da könnten wir noch den Auflieger ändern. So, da müsste einfach frech sein. Die können ja auch eine Spur weit darüber fahren. Aber machen sie natürlich auch nicht. So, mittlerweile haben wir schon 460.000 auf dem Konto. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ich irgendwie, glaube ich, noch festgestellt habe, ist, wenn ich von einem Ort zum anderen reise, da auf einmal mehr Geld drauf ist. Ob das wirklich so sein muss, bin ich mir nicht sicher. Meiner Meinung nach nicht. Aber das meiste haben wir uns natürlich erarbeitet. Aber ich glaube, wenn ich von einem Ort zum anderen reise, dann kriege ich da irgendwie, ist nachher mehr Geld auf dem Konto anstatt weniger. Müsste eigentlich weniger werden, vielleicht. Oder vielleicht wird die Zeit angerechnet, was ich unterwegs bin, was die Leute denn verdienen. Das weiß ich nicht genau. So, wir können jetzt zwar 65 Meilen pro Stunde fahren, finde ich aber hier in dieser Kurve ziemlich schnell. Genau, da steht schon, da ist schon der erste Unfall. Und gleich noch der zweite. Fahr mal hier weg mit deinem Subaru, ey. So, da haben wir mal hier eine Schippe voll rauf, damit wir da ein bisschen schneller vorankommen hier. Werden wir mal das Ding ein bisschen jagen. So, jetzt bin ich dann gleich schneller wie die Autos. Ich glaube, in Amerika kann ich auch rechts überholen. So, wir haben schönes Wetter. Der Regen hat aufgehört. Also ich hoffe, ich komme hier reibungslos durch. Sieht gut aus. Kein Stau gemeldet, nix.
Jawohl, da kommt wieder Einkommen rein. Levelaufstieg, das ist sehr gut. Sie lernen dazu. Und ich komme hier irgendwie nicht vorbei an dem blöden. Vollgas. Okay, es geht leicht bergauf. Ich kann nicht mehr schneller. Ist er weg? Kann ich nicht sehen. Nicht im toten Winkel, nirgendwo. Ich zieh mal rüber. Wir werden es ja merken. Boah, jetzt machen wir aber Kilometer. Jetzt reißen wir es runter hier. Boah, schaut euch mal die Stromleitung an hier. Das ist ja Wahnsinn. Hier muss irgendwo ein riesengroßes Kraftwerk sein. Einkommen. 985 Dollar. Okay, das ist nicht gerade besonders viel. ...2400, jawohl. Das ist schon gut. Levelaufstieg, sehr schön. So, wir müssten gleich da sein. Bin ich schon vorbei, oder was? 8 Meilen, 6 Meilen. Das ist direkt an der Autobahn. Oh, ich muss hier runter. Ja, bremse einfach. Schon gut. Oh Gott, ich stehe schon fast. Super Bremsen. Zum Glück haben wir die nochmal machen lassen. Erster Aufenthalt in Piddletown. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Genau. Mein Englisch ist genauso gut wie mein Schweizerdeutsch. Katastrophal. Also Anhänger nicht schlecht. Man achte auf die schönen Felgen. Das einzige ist die Beleuchtung. Upsi. Bin ich da irgendwo hängen geblieben oder was? Naja, ich muss ja mit den Anhänger in die Werkstatt. Wow. Keine Beleuchtung. Boah. Der kommt aber schnell. Okay, ich würde jetzt eigentlich mit die Anhänger nicht da drauf fahren, würde ich ehrlich sagen, aber wenn sie meinen, ich soll da drauf fahren.
komme ich nie wieder raus. Oh, nicht abkoppeln. Oh, das ist blöd. Scheiße. Das mache ich immer wieder, wenn ich da mit den eigenen Anhänger unterwegs bin. Sonst koppelst du immer ab, wenn du deine Ware ablieferst. Also ausmachen und Enter drücken. Okay, Levelaufstieg. Level 24, sehr schön. Oh, jetzt muss ich mich noch entscheiden. Was haben wir? Hochwertige Fracht haben wir voll. Gefahrengut haben wir auch voll. Fernfahrten. Zerbrechliche Fracht. Schneller. Ich würde sagen, wir machen noch irgendwie wirtschaftlich. Da können wir noch. Können wir noch ein bisschen was rausholen. Anwenden. Neue Ausrüstung verfügbar. Ja, das. Cool, nächste Werkstatt müssen wir eh noch erst gedreht. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall mal was, was funktioniert. Nächste Werkstatt ist verdammt weit weg. Das kann auch nicht sein, damit da keine Werkstatt ist hier. Ich habe eigentlich hier auf dem Volvo-Händler gehofft. Da ist ein Sägewerk. Schlafen, Tankstelle. Das mit den Autos. Nächste Werkstatt ist wirklich erst da. Man sieht auch nicht, ob irgendwo noch Fragezeichen sind. Okay, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und ja, mal schauen, was wir als nächstes machen. Ich kann auf jeden Fall jetzt noch, würde ich sagen, Aufliegermanagement. Anpassen. Kann ich nicht. Muss zur Werkstatt. Das ist unglaublich. Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wart schnell. Ja, ich gehe dann raus. Neue Zubehör. Warte mal. Nein. Für den Auflieger. Neue Räder oder was? Alles klar, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.